Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute gibt's Staloubor Doppelfee, Florges und Primarene oder Florges, wie auch immer. Jedenfalls spiele ich aber die Feen anders, die sind beide ohne Charme. Also Primarene könnte man mit Farm Charme spielen, mit Farm, genau, mit Farm, mit Charme. Allerdings spiele ich es halt lieber mit Kaskade. Und wir gehen ab in den Kampf. Und wenn ihr weitere neue Teams sehen wollt, abonniert mich einfach. Ich habe eigentlich jedes Mal andere Pokémon, zumindest mindestens ein anderes Pokémon, manchmal auch drei andere Pokémon im Team. Ja. So, du wirst Drachenroute spielen, ne? Das heißt, ich würde dich gerne andamagen. So, Schlagbohrer haben wir. Ich hole nochmal aus. Jetzt gehe ich in Primarena. Oh, ich hole sogar zur Kaskade raus aus, was wertvoll ist. Genau, dein Sandgrab ist. Ja, das ist in Ordnung. Ein Body Slam kann ich nämlich tanken. Komm, wir gehen einfach hier auf die Psychokinese für den Schaden. Oh, das tut dir weh. Na, ich werde hier nicht schön. Der könnte schon ausreichen. Der reicht auch aus. Ah, ich kann jetzt hier runterfahren, ne? Ja, ich werde jetzt natürlich schön, falls der Kraftkoloss ist. Ich hoffe, du hast nicht genug Energie. Natürlich Body Slam, ist klar. Dann fange ich eben wieder ab. Das ist mir auch egal. Ich habe zwei Schlagbohrer ready. Ich habe den Kraftkoloss abgefangen. Perfekt. Hier kannst du mit Knackerhack nicht rein. Du gehst mit Staloubor rein. Das ist okay. Weil dann ziehe ich hier definitiv ein Schild. Ich habe zwei Schlagbohrer ready. Okay. Ja, ich werde hier auf keinen Fall schilden. Ja, du musst schilden. Problem ist, sein Staloubor macht Schaden, ne? Oh, er hat noch einen Schlagbohrer ready. Okay. Das ist natürlich ätzend. Dann hätte ich vielleicht doch schilden sollen. Ja, ich muss gucken, ob er abfängt oder nicht. Ah, schlecht getimt. Schlecht getimt, leider. Ich muss darauf achten, ob er abfängt. Okay, nee, er hat eh schon Sandgrab. Okay, dann hat sich's erledigt. Schade, trotz zweimal guten Abfangs nicht geschafft. Ah, Knackerknackführung in der Führung ist schwierig. Und das, ja, weil ich auch keine Schamfeen habe, ne? Ah, er war schlau genug und hat sich auch die Schilde da auch noch aufgehoben, ne? Na, schade, dass der Body Slam gereicht hat. Schade, schade, schade. Ersten Kampf haben wir verloren. Ja, das ist immer das Interessante bei Pokémon Go PvP. Man weiß nie, auf was man für Gegner trifft. Oh. Ich gehe hier in die Primarena. Ich habe noch eine Fee. Oh, er hat das Vieh in Fee, okay. Interessant. Oh, habe ich das so gut getimt oder ist das jetzt ein Ladeattackenleerstand? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Oh, da hätte ich Mondgewalt drücken können, ne?
Ich dussel. Ja, hier muss ich gleich hin. Genau, hier muss ich hin, leider. Weil, wegen Hydrobombe, genau. So. Ja, leider geht die Attacke hier durch. Wir machen den Schlagbohrer. Klingschild, dann gehe ich hier rein. Relax, okay. Ich gehe hier auf Mondgewalt. Die sollte eigentlich schon drücken, ne? Ja. Ja, ich muss einen eh schilden. Richtig, einen musste ich eh schilden. Ich überlege gerade, ja, ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich habe mir jetzt extra Energie geholt, ja. Achso. Ah, ich glaube nicht, dass ich das noch gewinne, leider. Es sei denn, wenn er jetzt eingesetzt hat, das wäre perfekt. Hat er nicht. Okay, er setzt aber noch einen. Mhm. Ja, ich brauche aber mit Florges zu lange zur Attacke wahrscheinlich. Und der erreicht bestimmt Steinkante. Ich kann auch nicht runterfahren. Nee. Ja. Schade. Ja, Flodges. Ja, mit Säusestimme hätte ich es geschafft. Aber Säusestimme ist so eine schwache Attacke. Aber trotzdem, ja, ich wäre. Säusestimme hätte ich geschafft, dann wäre das weg gewesen. Ja. Säusestimme wäre in diesem Fall jetzt besser gewesen. Ich mag die Attacke nicht. Die böllert nicht so gut. Mondgewalt haut mir rein. Blütenwirbel ist halt gegen die ganzen Wasser-Pokémon, die kommen könnten. Hier ist mal die Führung top. Mal sehen, wo rein er geht. Alle haben so Relax heute. Was ist denn da los? So. Ich glaube nicht, dass du hier gleich auf Kraftlos gehen wirst. Okay, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Er geht einfach gleich auf Kraftlos, okay. Dann gehen wir gleich hier rüber. Ja, das dürfte nicht mehr so viel Schaden machen. Ja, er ist weg. Jetzt kommt das Viech. Ah, ärgert mich. Ja, Primarine hält leider nichts aus. Das ist so das Problem. Er schildert das immerhin. So. Ja, jetzt muss ich hoffen, dass er irgendwie ein Drachen-Pokémon hinten hat, ne? Das wäre nice. Ja, ich muss natürlich schilden. Auch wenn es nur die Antikraft ist, ich muss das schilden. Schau mal. Ne, den Ladertank-Leistung gewinne ich wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Okay, er ist weg. Knackrack? Mhm. Oh, ja, genau. Er hat gerade extra abgewartet, ne?
Ah, das ist natürlich doof. Ja, hier muss ich auf Mundgewalt gehen. Ja, gut. Er hat aber die nächsten Erdkräfte gleich. Och man, ich hätte warten müssen mit abfangen, ne? Es war zu früh. Hätte ich die Erdkräfte abgefangen, hätte ich das geschafft. Dann hätte er nicht gewinnen können. Och man, läuft ja gar nicht gerade. Aber ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, ja? Aber ich bin auch seit 5 Uhr morgens schon auf den Beinen, muss ich auch zugeben. Hab bis eben gearbeitet und jetzt dann noch die Kämpfe, Videos machen, ja, etc. Ist schon auf Dauer ein bisschen anstrengend. So, Kampf beginnt. Astrioterball oder so? Keine Ahnung. Okay. Wieder meine Führung definitiv. Dragoran hat gegen alle drei keinen Bock. Dragoran hat gegen alle drei keinen Bock. Ja, Garados ist auch nicht eine gute Antwort hier. Okay, was ist hier los? Hallo! Oh, wie ich das liebe, ne? So, dann drücke ich hier Mondgewalt. Er schildert das. Gut, ich lasse hier alles durch. Er hat ja eh geschildert, also Nassschweif überlebe ich, Knirscher überlebe ich, Wutanfall weiß ich nicht. Ah, krass, wie viel Nassschweif macht, ne? Er gewinnt den Ladeattacken gleich dann, krass. Krass, krass, krass. Dann wäre ich doch lieber auf Psychokinese gegangen. Dann hätte ich mir den Schild hier gespart. Okay. Ah, Angriffssenkung, das ist gut. Jetzt gehe ich hier in Flodges. Schild muss ich mir aufheben. Hier hast du auch nur Nassschweif gegen. Ja, genau. Kaskade und Attacke gleichzeitig. Wild. Echt wild. Ich muss hier versuchen runterzufahren. Ich werde noch eine Attacke fressen, ja. Aber den Schild brauche ich für Stalobor. Oh, tut das weh, ey. Kommt da ein Drago ran? Nee, dann muss ich rüber. Gleich einsetzen, bevor er einsetzt. Ich habe noch eine Mondgewalt ready. Das sollte gewonnen sein. Ich habe einen Mundgewalt ready. Ja, da gibt er auch auf. Perfekt. Er wollte Florges runterfarmen. Ja, ich nenne es Florges. Hört sich besser an als Florges. Ja, wollte er runterfarmen. Hat er aber nicht geschafft rechtzeitig. Deswegen bin ich gleich in Stadelburg gegangen. Er hat quasi mit Dragoran Steinhagel abgefangen. Dragoran weg. Konnte nicht mal mehr quasi seine Attacke machen. Gut. Gut. Bei ihm gehe ich doch von aus, dass er Kraftkoloss machen wird, ne? Gehe ich mal stark von hier aus. Erstmal damagen wir ihn an. Oh, er schildert gleich. Schade, ich dachte, ich kann es abfangen, aber wir bleiben hier drin. Oh, Stalobor ist gut. Stalobor ist okay. So, wir uns erstmal nochmal ein bisschen Energie. Ja, er kriegt leider eine Extra-Attacke, schade. Ah, er kriegt den Blutenwirbel. Blutenwirbel.
Er kriegt den Blutenwirbel, Leute. Ja, ich habe die Attacke durchgekriegt. Das Steinhall? Why? Was ist, wenn ich... Okay. So, gleich blind auf Mondgewalt. Genau. Sein Dings wird er schützen. Okay, oder auch nicht. Er wird versuchen runterzufahren, wa? Oh, bitte lass das ein Gleichstand gewesen sein. Das wäre lustig. Nicht raus. Drück dir deinen Body Slam, das ist mir Bumpe. Das macht nicht so viel. Ich heb mein Schild für Stahlobor auf. Ich habe auch noch Energie auf Stahlobor. Oh, alles Feuerodem. Und ich müsste zur Psychokinese wenigstens kommen. Oh mein Gott. Ja, er kriegt leider so viel Farm, ne? Ja, muss ich schilden. Die Attacke muss ich schilden. Ja, gut, dass du noch Feuer oder mit kriegst. Achso, okay, er hat gar nicht mehr so viel Leben. Okay, ich dachte, als nächstes kommt er vielleicht noch zu Kraftkoloss. Ja gut, 2 zu 3 ist noch in Ordnung, noch verkraftbar. Letzten beiden Kämpfe haben wir uns geholt. Ja, ich habe natürlich Sternstück aktiviert, das lohnt sich hier bei den Sets. Ich habe eh mehr als genug Sternstücke, über 100 Sternstücke habe ich, weil ich hier die Boxen mal kaufe. Ich glaube 130 Sternstücke habe ich, deswegen mache ich das und sammle somit hier gut Sternstaub. So, Gegner wird gesucht im zweiten Set. Hoffentlich wird das positiv, das Set. Das wäre schön. Gegen Hatakesika. Hatakesika. Führung ist mein, das heißt aber noch nichts. Okay, er bleibt drin. Wichtig in seiner Attacke. Das habe ich gut getimt hier auf jeden Fall. Ja. Ja, hier gehe ich jetzt auf jeden Fall in Primarena. Ja, Primarena ist es hier in dem Fall. Du hast nichts Effektives. Brauche hier nicht schön. Hole sogar noch zur Attacke aus, was gut ist. Knirscher, okay, ja, mach. So, jetzt auf die Attacke gehen. Er schildert nochmal, okay. Schön sogar mal. Er geht wieder auf den Knirscher, perfekt. Ja gut, dann gehe ich hier auf die Mondgewalt. Dann ist Togekiss auch kein Problem mehr. So, genau. Hier brauche ich auch nicht Schilden. Hier kommt nur Nassschweif eingestrudelt. Eingestrudelt. Ja, moin. Oh, du gehst sogar auf Knirscher, warum?
Ah, du hast bestimmt Wutanfall Knirsch, aber. Ah, interessant. Gut, dann fahre ich runter, oder? Habe ich Energie auf Stahlobor? Ich glaube ja. Das heißt, ich gehe doch. Natürlich sinkt meine Verteidigung. Was aber hinten? Felinare, okay. Das sollte eigentlich gewonnen sein. Mundgewalt, ja, haut rein. Schlagbohrer sollte eigentlich dir den Rest geben. Interessant, Fee vorne, Fee hinten, zwischendrin ein Garados. Okay. Den Sieg konnten wir uns holen. Primarena hat da gut Arbeit gemacht, hat Garados fast platt gemacht. Und Togekiss hat es platt gemacht. Von daher sehr, sehr zufrieden. Ja, ich konnte gegen Garados auch mit Stahlobor ein Schild ziehen. Ja. Und den Rest haben Florges und Stahlobor in Teamwork erledigt. Also das finde ich gut. Also ich bin ja, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht der größte Feen-Pokémon-Fan. Aber das liegt am meisten auch, dass Charme so overpowered ist hier in Pokémon Go. Und ja, das nervt mich so, weil Rasierblatt wurde zum Beispiel abgeschwächt. War auch natürlich zu stark damals. Jetzt ist es genau richtig, meiner Meinung nach. Aber Charme ist immer noch overpowered. Weil ich finde das krass, wenn man Kampf-Pokémon, also die meisten Kampf-Pokémon oder die meisten Drachen, gegen eine Fee hat, hat man automatisch gegen die Fee verloren. Man kann da in der Regel nichts machen. Die Fee kann in der Regel einen runterfarmen, hat dann schon die nächste Attacke für das nächste Pokémon. Man muss gegebenenfalls schilden. Das ist meine Führung. Der Gegner muss raus. Dann gehen wir hier rein. Hallo? Aha, ja. Nett, dass er die Attacke dazwischen kriegt. Aber er macht eh nur seinen Grab. Also von daher. Mehr dürfte er noch gar nicht haben. Mach dein Sandgrab. Oh, hier hätte ich jetzt Charme gerne. Aber ich gehe eh nur auf Psychokinese. Von daher, alles gut. Ja, er kriegt leider eine Attacke unter. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, perfekt. Er kriegt natürlich die Senkung noch. Ich mache ein bisschen Druck hier auf Magneson. Hier gehe ich diesmal schnell rein. Weil jetzt zwinge ich ihn zu schilden oder sein Dings ist weg. Das heißt, ich habe einen Schildvorteil. Ja, ich brauche hier nicht schilden. Du kannst Stromschuss machen, du kannst Spiegelsalbe machen. Ist mir Wumpe. Er geht auf Stromschuss, okay. Dann gehe ich hier in die nächste Fee. Ich hätte das hier auch mit Stahlobor ausspielen können. Aber hier hat er auch nur den Nassschweif. Er hat es sogar mit Feuerodem. Das dürfte er an sich nicht gewinnen. Ja, ich hole mir noch extra Energie. Die Schilder einfach für Stahlobor aufheben in der Regel. Jetzt bin ich bei 100 Energie. Den nächsten Nassschweif überlebe ich auch noch. Das ist gewonnen. Da kann der Gegner eigentlich auch nichts mehr machen. Ja, da fahre ich sogar runter. Bei denen überlebe ich noch. In der Regel. Dann machen wir hier Druck. Genau, er schildert. Ja. Und keine Chance. Das ist einfach hier Schere, Stein, Papier gewesen.
Und das konnte er dann nicht mehr gewinnen, sich auch nicht mehr holen. Also die Runde läuft jetzt bisher besser. Was ich schön finde und auch gerne unterschreibe. Ja, wir warten auf den nächsten Gegner. Oh, nicht die Liga, nicht die Liga. Passiert das euch eigentlich auch, dass ihr euch manchmal hier vertippt, dass ihr irgendwie die falsche Liga geht? Mir passiert das häufig, ultra häufig. Ja, und übrigens fehlt mir nur noch ein Abo zu dem 400. Macht das Abo gerne voll. Das wäre echt lieb von euch. So, Stadelbohr, du hast Best Buddy. Ich habe eher angefangen. Irgendwie, warum auch immer. Wie mache ich das? Oh, ich habe besser getimed als er. Ja. War gar nicht so doof. Sinn dahinter verstehe ich. Sinn dahinter verstehe ich. Ich gehe in Forges Farmer runter. Hab Blütenwirbel bereit. Dann. Ja, das Schweif tut nur bedingt weh. Okay, sah komisch aus. Ich fahre runter. Klar, sein Stahlbohr könnte mich runterfahren. Ein Schlagbohr wahrscheinlich rausnehmen, aber das ist mir eigentlich egal. Problem ist, ich bin. Wobei, er setzt nicht ein, das ist perfekt. Der Blütenwirbel würde ihn quasi rausnehmen. Oh, ich habe noch weitaus Schlimmeres als mein Stahlburg gegen dich. Ich lasse das durch. Besieg gerne dieses Pokémon hier. Ich habe noch Primarene. Womit ich jetzt reingehe, du kannst da einen Schlagbohrer ruhig drücken. Das überlebt Primarene. Ich hoffe, ich komme noch zum zweiten Schlagbohrer. Das wäre nice. Aber müsste ich eigentlich, oder? Oh. Ja, aber ganz knapp. Okay, er kriegt aber nicht mehr viel Farm. Ein Schlagbohrer kann ich durchlassen. Das sollte eigentlich auch ein Win sein, ja. Sehr schön. Hat er aufgegeben? Och, warum gibst du auf? Gemeinheit. Schade. Ja, aber drei Schlagbohrer hätte er niemals mehr erreicht. Ja, nächster Kampf. Gegen 8211 Ash. Auch interessanter Name. Relaxo. Ich hasse Relaxo in der Führung. Ich denke, ich mache hier einen Schlagbohrer. Wie immer. Der wird nicht geschillt wahrscheinlich. Genau. Jetzt gehe ich hier rüber. Und ein Wallreiser, das ist in Ordnung. Ich habe hier Psychokinese gleich. Es ist ein Eisspeer. Kannst auch auf Eissperr spammen gehen. Ich gehe hier nur auf Psychokinese. Die wird schon ordentlich Schaden zelebrieren.
Ja, war mir klar, dass du schildest. Oh, ich hol aus. Perfekt. Auch den muss ich noch nicht schilden. Hauptsache, er geht auf Eisspeck-Spam. Krass. Und wenn ich... Ah, überlebe ich den? Ich muss den überleben. Ja, bitte. Ja, Psychokinese erreiche ich noch. Das heißt, du musst runterfahren oder zwei Schilde weg. Sehr schön. Ja, ist halt so. Du wirst sicher auf Body Slam gehen, das ist mir auch Wumpe. Ja, den überlebe ich auch noch. Und dann kommt es aufs letzte Pokémon drauf an, ne? Er wechselt jedenfalls nicht raus. Als ob ich habe eingesetzt. Ich schwede trotzdem mal nicht. Oh, schlimm wäre ein Kaskaden-Garados, ne? Oh. Oh. Ja, das ist nicht besser. Natürlich hat er ein Kampf-Pokémon hinten, ne? Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht. Ich hätte doch dann schilden sollen. Ja, das Problem ist, er kann mich mit runterkontern. Er braucht nicht meine Attacke einsetzen. Er kontert mich jetzt einfach runter. Ich könnte kotzen, ne? Ja, Macho ist overpowered. Macho ist auch so overpowered. Okay, das war... Ja. Kampf-Pokémon hinten. Ich hätte schilden müssen. Ich hätte beide Schilde einfach in Frogges ballern müssen. Oder beziehungsweise Staloborn aufgeben. So, das ist meine Führung auf jeden Fall. Danke, dass ich überhaupt anfangen kann. Ich hasse es. Und der schildert wieder, okay. Okay, ich hoffe. Na, Kraftkoloss wird er nicht eingesetzt haben. Das glaube ich nicht. Ja, war klar, dass ich Body Slam wieder abfange. Ja, ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Das ist immer mein Glück hier. Relaxe mal jetzt. Safe Wechsel. Jetzt definitiv einsetzen. Mondgeweiht kommt. Ich denke, ich lasse Flotsches draufgehen. Und ich müsste hoffentlich mit Stalobor runterfahren können. Ne, das kostet. Ja, danke schön. Ich habe eigentlich eingesetzt. Hauptsache, mein Stalobor holt noch dreimal hintereinander aus. Das ist auch geil. Ja, Mist. Eigentlich wollte ich, bevor er einsetzt, selber einsetzen. Also, jetzt kommt es drauf an, was reinkommt, ne? Ich habe auf jeden Fall heftigen Energievorsprung. Natürlich Kaskaden-Garados. So, Kaskade kam an. Kann ich jetzt rüber oder kann ich nicht? Ich bin weg. Natürlich bin ich weg. Oh, ich hasse es, ne? So, ich muss hier einsetzen. Den Kampf werde ich hier verlieren wahrscheinlich.
Eigentlich hätte ich ausholen müssen, danke. Ja, dann muss ich schön, ne? Ah, er hat eh jetzt zwei hintereinander, ne? Ja, das kann ich trotzdem nicht mehr gewinnen, oder? Ja, er kommt wahrscheinlich eher zum nächsten, das schreibt, beziehungsweise seine Kaskaden machen witzigerweise so viel Schaden. Ja. Och Mann. Das ist doch nervig. Warum hat seine letzte Kaskade mich gekillt? Das ist so nervig. Normalerweise konnte man sonst immer rauswechseln. Oh, Kaprikima, hi. Leider kein gutes. Aber ich nehme dich als Belohnung trotzdem gerne. Dich hätte ich gerne als 100er, aber ich muss sagen, ich habe dich gar nicht so oft geradet. Finde ich eigentlich schade. Aber irgendwie ist auch die Nachfrage, finde ich, da nicht so hoch. Wobei das gar nicht schlecht sein kann. Ja. Nehme ich für zum Tauschen, weil ich mir das. Weil GoFest ist ja bald. Und ja, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.